So, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Battlefield 4. Wir zocken wieder auf dem Lanseng Dumb Team Deathmatch. So. Dann gucken wir mal eben, was für eine Waffe nehmen wir jetzt. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal Sniper probieren, aber Sniper auf der Map ist vielleicht auch nicht das Optimalste. Oder wir nehmen mal hier ein krasses LMG. Die ACWR, es war Karabiner, aber die ACWR kann ich auch sehr, also finde ich auch echt gut, die Waffe. Können wir auch gerne mal nehmen. Passen wir mal ganz kurz nochmal an, vielleicht haben wir noch irgendeinen coolen Lack irgendwo rumliegen. Orca. Ja, komm, nehmen wir mal Orca. So, Freunde, los geht's. Mann, die scheiß Laserpointer hier bei Battlefield 4. Also die Visierpointer, die sind so scheiße. Die stressen mich ein bisschen rein. Oh, Homie, das bist einer von... Oh Mann, lass mich rum. Okay, da sind welche gestorben. Es kann sein, dass gleich jemand kommt. Bisschen campen, man gesagt wieder. Okay. Weiter so, Jungs. Nicht nachlassen. Warte mal ganz kurz nach. Komm hoch. Schön. Lass mich durch. 78. Oh, ich höre Gegner. Oder irgendwen höre ich laufen. Ich hoffe, das sind Freunde. Getroffen. Komm, Digga. Die traut sich nicht. Bisschen vorsichtig umgehen hier, weil wenn die herkommen... Ich versuche natürlich, sich jetzt die Base zu holen hier. Ich glaube, wir gehen mal wieder runter. Oh, shit. Ist jemand durchgerannt. Oder jemand hat es kaputt gemacht. Oh shit. Ich werde getötet jetzt, pass auf. Oh Homie. Oh shit. Warum bin ich eigentlich immer der Angearschte? Ohne Scheiß. Komm schnell hier rüber. Hier durch. Und hier rein. Alter, wenn das kein Headshot gewesen wäre. Was hier? Stellen wir einfach mal hier hin, ist scheißegal. Vielleicht haben wir Glück und irgendwann rennt jemand rein. Lieber so als wie gar nichts aufstellen, würde ich sagen. Oh, Homie. Meine Leute hier am Start, komm, lad nach. Oh, hier sind Gegner en masse, sind aber über uns, glaube ich. Oh, shit. Komm, lad nach. Werf mal Medic. Digga, werf mal Medic. Er wirft kein Medic, okay. Läuft, Tommy. Geiler Schuss, würde ich sagen. Oh shit, oh shit, oh shit. So, gehen wir mal hoch. Ich glaube, das könnte... Könnte sein... Ah, komm, 80. Die letzten Schüsse jetzt mal ohne Scheiß, die waren doch gerade bestimmt auf dem Kopf, oder? Müsste man sich fast mal Zeitlupe anschauen. Aber es sieht, glaube ich, gut aus für uns. Naja, 6-0, 6-1 jetzt, ne? Guter Start, kleine Killserie haben wir erlebt. Pointer wieder ausmachen. Digga, lauf doch mal. Da steht jemand, oder? Oh shit, das ist von uns, okay. Oh shit. Um liegt doch einer von unseren Leuten, oder? Da sollte man Medic werfen hier. Das wäre doch viel einfacher für alle. Killhilfe. Die campen da, oder was? Ich weiß nicht. Sieht so aus, als wenn die da hocken. Als wenn die da irgendwie rumgammeln, ne? Unsere Leute, die da hocken. Wenn wir mal wieder hier rüber. Hier vorne war gerade jemand, der ist aber tot. Versteh nicht, warum ich den nicht treffe. Ah, shit, 6 hat er noch.
Hilfskill wenigstens. Vielleicht habe ich Glück und mich hebt jemand auf. 9-1, naja. Komm schon, Baby. Komm schon, steh auf. Wir holen uns noch was hier. Wir holen uns noch mal schnell ein Ründchen. Alter, aus der Entfernung nicht einmal getroffen. Ist auch schon wieder scheiße, oder? Da kommen ganz, ganz viele. Bleib mal Glück. Ah, schon vorbei. 9-2, Platz 6. Ja gut, da gab es welche, die besser waren. General Calestia war nicht schlecht. Ja, komm, ich meine, da kann man nicht drum streiten. Aber sie ging. Ich folge, sie ging. Ja, da die Folge wieder übertrieben krass lang war, würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall nochmal was mit dranhängen. Ich meine, was sind das, 6 oder 7 Minuten? Also Team Deathmatch muss man jetzt echt mal sagen, das ist echt, also das geht sauschnell. Ich weiß nicht, da müsstest du wie die Tickets hochnehmen oder so. Das sind 6 oder 7 Minuten jedes Mal oder so. Das kannst du ja echt machen für eine ganz kleine, schnelle Runde, aber da hat die Runde gerade mal angefangen, ist auch schon wieder vorbei, ne? Das ist echt kurz. Also muss ich echt sagen, das ist echt saukurz. Ja gut, gucken wir, was jetzt für eine Map kommt. Wir können ja hier nicht gucken. Ich kann mal Start drücken, mal gucken. Das geht auch nicht. Auszeichnung, was gibt es hier sonst noch so? Keine Fortschritte in dieser Runde. Na toll, keine Fortschritte. Was haben wir da? Ja, da gibt es wahrscheinlich noch einiges zu holen, so wie es aussieht. Ja, also wie gesagt, bei Battlefield Hardline und Battlefield 4 kann man echt sau viel holen. Also man hat wirklich sehr viel, was man freischalten kann. Und ich bin jetzt schon Level 79, hier Rang 79 und habe immer noch nicht alles. Also es gibt schon sau viel. Muss man wirklich mal sagen. Jetzt gucken wir mal. Ja, was nehmen wir jetzt hier? Nochmal die Saiga vielleicht? Komm, dann nehmen wir nochmal die Saiga. Die Saiga ist geil. Ich drücke immer die falschen Tasten, weil ich immer noch so ein bisschen vom Battlefield 1 gewohnt bin. Die Saiga nehmen wir nochmal. Die ist krass. Cool finde ich hier. Obwohl, hier ein paar Mal schon gezockt. Cool finde ich hier, dass die. Wieder dieselben Gegner wird. Also wieder scheiße. Geh doch hier rein, Mann! Oh shit. So schön wieder scheiße hier. Ich geh mal vorne lang jetzt. Komm, Digga. Oh, die Waffe ist schon geil, Mann. Die Saiga ist schon echt cool. Boah, brandgefährlich, weil wenn jemand... Mann, warum hängt man hier denn überall? Das ist doch scheiße. Maul. Ey. Geht auch um Snipe, jemand ist nicht cool. Shit! Der Typ da oben hat wahrscheinlich noch 100. Zweiter Platz, 3-0. Oder 3-1 jetzt. Mann! So, komm, lass mich rein. Das Problem hier ist auf der Map, dass du rüberkommst zum Gegnerbereich. Wenn die dich so weit zurückdrängen, wie sie das bei der ersten Folge von Battlefield gemacht haben neulich, dann tut man sich schwer, überhaupt nochmal vorzudringen, weil wenn die uns hier permanent penetrieren, dann wird es schon schwierig. Warte mal, Digga. Oh, das passiert, wenn man jemanden retten möchte. Das passiert, wenn man jemanden retten möchte. Dann stirbt man selber. Ist echt so. Am besten gar nichts machen. So wie das alle bei Battlefield 1 machen. Da macht ja auch keiner was. Warum? Kann ich jetzt hier... Werf doch Medic, verdammt. Ah, wir sind am Arsch, glaube ich. Oh shit. Du siehst doch nichts hier. Ich will einfach mal, dass dann keiner sniped. Ich würde gerne rüberrennen. Oh shit, Digga, komm. Lad nach. Medic her. Hier von rechts kommen wieder welche, wie es ausschaut. Und tot. Nicht tot, aber. Ich muss kurz campen.
Er hat noch 9 und... Ach komm, Mann, genau getroffen mit der Dings. Mit der Seiger. Und trotzdem hat er 59. Ja, scheiß drauf. Aber die Waffe, die macht schon gut Damage. Mit denen habe ich schon einige geile Killrunden hinter mir. Mit der Seiger. Ein sehr schönes Geschoss. Granate ist unterwegs. Viel Spaß damit, Arschloch. Kennt ihr welche? Triffst mich nicht. Oh shit. Mann! Scheiße. Oh shit. Oh shit, oh shit. Steh auf, Digga. Steh. Ah, scheiße. Mann, ich heb keinen mehr auf, Leute. Echt, ich heb keinen mehr auf. Es ist wirklich das Beste, wenn du die einmal liegen lässt. Weil du stirbst dann wirklich nur. Das ist auf Team Deathmatch ein bisschen... Ich will nicht sagen überflüssig. Eigentlich ist es elementar wichtig, weil... Du kriegst ja immer wieder die Verluste zurück, wenn du jemanden wiederbelebst. Ja, das ist so, als wäre der gar nicht gestorben. Deswegen ist es schon wichtig, um zu gewinnen. Aber irgendwie... Achso, das von unserem. Aber irgendwie... Team Deathmatch ist zu überfüllt einfach. Du brauchst was leerer ist, wo du ein bisschen Zeit hast, die Leute zurückzuholen. Wenn du keine Zeit hast, dann holen sie dich weg. So wie hier. Dann willst du, ja, du willst halt nett sein, willst die Leute zurückholen, willst versuchen, dass dein Team gewinnt. Und dann stirbst du, aufgrund von deiner Höflichkeit. Vielleicht gewinnen wir diesmal 81-80, diesmal könnten wir gewinnen. Ja, schon öfters gehört, ohne Scheiß. Digga, warte. Und tot. Digga. Oh shit. Werf mal Medic her, komm. Werf doch Medic. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Zweierkill, ich weiß nicht. Ich hab Angst. Mami, ich hab Angst. Oh, die hätte ich doch wenigstens noch kriegen können, Mann. Zweiter Platz, 10-4. Scheiße. Den hätte ich doch noch kriegen können, Mann. So ein Dreck. Mist. Verdammter. Shit. Schade, naja. Echt schade, naja, kann man nichts machen. Okay, Freunde. Also, wir machen wieder Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War wieder mal eine geile Runde, fand ich. Mit der Seiger 12K. Beste Schrotflinte, finde ich, bei Battlefield 4. Ich bedanke mich, lasst bitte einen Daumen nach oben da, schreibt auf jeden Fall Feedback und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield 4. Haut rein, Servus, euer Panne.